Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Die gesellschaftlichen Proteste gegen Braunkohleabbau und Klimazerstörung sind berechtigt. Diese Auffassung ist die Beauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland für Schöpfungsverantwortung, Landesbischöfin Christina Kühnbaum-Schmidt. Sie fände es großartig, dass sich viele, gerade auch junge Menschen, für den Schutz der Natur engagierten. Unerlässlich und selbstverständlich sei es dabei, so Kühnbaum-Schmidt, dass alle Beteiligten auf die Anwendung von Gewalt verzichten und die Rechtsstaatlichkeit achten sollten. Sie verweist außerdem darauf, dass der achtsame Umgang mit Gottes Schöpfung ein Kernbestandteil des christlichen Glaubens sei. Deshalb seien Maßnahmen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die zum Klima- und Umweltschutz oder zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen würden, dringend zu unterstützen. Der 27. Januar erinnert alljährlich als internationaler Gedenktag an die Opfer des Holocausts. Um Tod und Leid von Millionen von Menschen nicht zu vergessen, verlegt der Künstler Gunter Demnig seit rund 30 Jahren die sogenannten Stolpersteine. Diese in den Boden vieler deutscher Städte eingelassenen kleinen Messingplatten erinnern an die unzähligen Opfer des Nationalsozialismus und ihre individuelle Geschichte. Demnig führt das Beispiel einer vierköpfigen Familie an. Sowohl die nach Auschwitz deportierten Eltern als auch die beiden Töchter glaubte er für tot und hatte deshalb Steine für die ganze Familie entworfen. Und dann kommen die beiden Töchter quietschlebendig angereist, eine aus Kolumbien, die andere aus Schottland. Die hatten sich seit 60 Jahren nicht gesehen. Und dann standen sie da und sagten nur, schön, jetzt sind wir mit unseren Eltern wieder zusammen. Dann weißt du aber, warum du es machst. 12 solcher Stolpersteine liegen seit Dezember vergangenen Jahres auch in Frankfurt-Niedereschbach. Einer der Steine ist Karl Bruder gewidmet. Bruder litt an Epilepsie und wurde von den Nazis zwangssterilisiert, gemäß dem damaligen Gesetz. Schüler der Otto-Hahn-Schule in diesem Frankfurter Stadtteil haben sich mit Karl Bruders Leben auseinandergesetzt. Wenn man an Stolpersteine denkt, denkt man ja eigentlich an Menschen jüdischer Herkunft. Aber er hat ja an Fallsucht, also Epilepsie, gelitten und hätte jeden betreffen können. Also ich habe Asthma, ich hätte theoretisch damals auch mit so einer Krankheit betroffen sein können. Gunter Demnig hat mittlerweile etwa 95.000 Stolpersteine verlegt. Eigentlich wollte der 75-Jährige künftig etwas kürzer treten. Aber solange seine Knie noch mitmachten, werde er noch weiter Steine verlegen, so Demnig. Soweit die IDEA TV Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.